Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Skålsjön, Mittelschweden, minus 20 Grad. Endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Familie Rotzler übernimmt eine Ferienanlage in Schweden. Ein arbeitsreicher Sommer mit viel Aufräumarbeiten beginnt. Tochter Fiona wird eingeschult. Und auch das Restaurant nimmt immer mehr Form an. Schreck! Der willst du Ski so an? Nein, der andere Weg. Wie aus einem Hollywood-Film ist das riesige Mansion von Barbara Hasenböhler und Thomas Rangel. In knochenharter Arbeit bauen sie es in ein exklusives Gästehaus um. Doch am Tag vor der Eröffnung fehlen noch immer die Möbel für die Gästezimmer. Und es gibt ein Problem mit dem warmen Wasser. These units, it's not gonna work. Come on. Müssen ihre Gäste nun kalt duschen? Warum um alles in der Welt tun wir uns das hier eigentlich wirklich an? Ist es das wirklich wert? Kaum sind Anita Tomi und Alla Agatha nach Griechenland ausgewandert, vernichtet ein Waldbrand ihre neue Existenz. Die beiden finden samt Tieren Unterschlupf in einer kleinen Wohnung. Wir müssen etwas anderes haben. Wir müssen mehr Platz haben mit den Viechern. Mit Hochdruck beginnen sie mit dem Wiederaufbau, legen Teiche für ihre Schildkröten an. Und sie empfangen eine erste Reisegruppe. Noch müssen sie diese fremd platzieren. Die Exkursion in die wilde Natur aber ist ein Erfolg. Auf den Winter hin ist die Familie Rotzler in die Wohnung über dem Restaurant gezogen. Bin am Miet. Jana auch, so wie es aussieht. So sind die Rotzlers näher am Geschehen. Und ein Gebäude weniger muss beheizt werden. Jetzt halb wach. Sabrina hat Kians älteste Schwester Fiona bereits zum Schulbus gebracht. Nun sind er und Liana an der Reihe. Sie gehen jetzt in die Vorschule. Also in die Vorschule. Einerseits für den Spruch ist es wichtig, dass sie Schwedisch reden. Und andererseits halt auch hier oben hast du nicht viele Kinder, vor allem hast du keine Kinder in seinem Alter. Oh, Sackratte. Laufst du schnell? Zur Förskola sind es 25 Minuten. Zweimal hin und her sind für die Mama 100 Kilometer Fahrt. So, hell. Papa Jonas bereitet die Langlaufpisten vor. Die Region Hälsingland ist beliebt unter den Langläufern. Drei Loipen führen durch Rotzlers Gelände. Es geht ums Überleben. Also wir leben von all diesen Sachen. Also ich kann es nicht sagen, wir leben von den Skispuren, aber wir brauchen die Skispuren, um die Leute ins Restaurant zu bringen. Und das Restaurant brauchen wir, um die Leute ins Hotel zu bringen. Und das Hotel brauchen wir, um den Leuten Aktivitäten zu verkaufen. Und all das am Schluss brauchen wir, zum Überleben können. Und also wir leben in dem Sinn vom Wald. Das ist die Attraktion, die wir hier haben. Das ist eigentlich die Natur. Und wir sind jetzt im Moment, also wir sind seit einem halben Jahr hier. Seit Ende August ist ein Restaurant offen. Wir haben ein paar Hotelübernachtungen. Wir haben schon Aktivitäten können verkaufen. Das Foto von Laufen, Leben können wir noch nicht davon. Wenn wir alles richtig machen, schaffen wir es jetzt vielleicht in der nächsten Wintersaison, dass wir sagen können, jetzt können wir davon leben. Rotzlers wollen die lokale Bevölkerung zurückgewinnen. Während der letzten Jahre hatte die Ferienanlage ein Schattendasein geführt.
Langsam und stetig nun erwacht Skolsche Garden aus einem tiefen Dornröschenschlaf. Welchen Namen würde gern? Stuhl. Sind die Kinder einmal versorgt, renovieren die Eltern Hotelzimmer. Baustelle. Sie sind begabte Handwerker, haben neue Böden gelegt und frisch tapeziert. Die Möbel sind ein Mix aus altem und neu gekauftem. Dass wir etwas Neues brauchen, das bin ich, der gesagt hat. Jonas hat einfach irgendeinen alten, hässlichen Stuhl genommen. Aber ich finde, jetzt kannst du nicht das Zimmer neu machen. Das ist so ein richtig Pünzli-Stuhl im Zimmer. Zimmer für Zimmer soll ihre Handschrift bekommen. Okay. Sieht anders aus. Heller. Ich finde es gut, das Licht. Ich finde es hell. Er ist gut, aber das ist cool. Es ist Spätsommer in Griechenland. Seit einigen Wochen leben unsere Auswanderer wieder auf ihrem Grundstück. Eingerichtet haben sich Anita und Alain vorläufig in der ehemaligen Garage. Wie früher in der Stube im Emmental, gleich neben ihren Tieren, den Giftschlangen und Schildkröten. Die Küche und das Bad sind draußen im sogenannten Sanitärhäuschen. Also der wichtigste Grund dafür, dass wir sie hier aufgezogen haben, ist, dass wir alles beieinander haben. Alle Tiere beieinander, dass wir am Morgen, wenn wir aufstehen, auch schon hier sind, können anfangen arbeiten. Und es ist ein wunderbarer Ort zum Leben. Trotz aller Schwierigkeiten, für die Berner war immer klar, sie wollen bleiben. Der Wiederaufbau ihres Hauses kann beginnen. Bald werden Arbeiter die Außenwände hochziehen. Und darum zeichnen wir jetzt das am Boden alles anzeichnen. Dann ist das auch für uns einfacher zu kontrollieren, weil dann kann man schauen, ob sie dort gemutet, wo angezeichnet ist. Der Brand hat ein riesiges Loch in ihr Budget gerissen. Für die Subventionen haben wir eine mündliche Zusage von unserem Architekt. Aber wie die Erfahrung so gezeigt hat, und wir haben mit vielen Leuten, die schon länger in Griechenland sind und auch Griechen selber geredet, und man weiss es eigentlich erst definitiv, wenn es zur Auszahlung kommt. Vorher weiss man es nicht. Ob es einen Zustupf für ihr Wohnhaus gibt, ist also komplett offen. Aber Zuschuss oder nicht, es wird ein einfaches und bescheidenes Daheim werden. Hier wangeln wir weg, dass wir hier den ganzen Raum als Wohnraum haben, wo einfach ein Schlafzimmer, dafür etwas breiter. Gleichzeitig treiben sie ihr Projekt Ferien für Reptilienfreunde voran. Schließlich soll das ihre Lebensgrundlage werden. Die Idee war ursprünglich mal, weil wir gemerkt haben, dass es länger geht mit unserem Haus, dass man das Projekt Ferienhäuser schon pushen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann alles zusammen haben. Dass wir hier oben noch am Innenausbau machen und dass wir unter im Gelände schon die Ferienhäuser anfangen. Ich denke, es gibt einen strengen Winter für uns. Ferienhäuschen, Wohnhaus. Priorität haben und hatten immer die Außenanlagen für die Reptilien. Und die sind schon bald bezugsbereit. In Kanada hat das lange Warten ein Ende. So, good morning, sir. Hi, I'm Thomas. Während eines Monats war der Container mit Möbeln im Hafen von Halifax blockiert. Aha. Nun, exakt 36 Stunden vor Ankunft der ersten Gäste, ist er da. Also zumindest
sehen die Verpackungen einigermaßen unbeschädigt aus. Gina, komm! Gini, komm hier! Can you tell me why I have such a stupid dog? Sofas, Betten, Tische, Fauteuils, Stühle und mehr. Die Möbel hat Barbara entworfen und in China aus massivem Eschenholz herstellen lassen. So, go inside. Coffee's already ready. Croissants and our chocolate is ready. Thank you. 10.000 at least. Es ist im Moment ziemlich unübersichtlich. Es ist aber auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite beginnt die Show jetzt eigentlich ja wirklich erst. Also sie haben sich so viel Mühe gegeben im Einpacken. Also es ist wirklich mühsam jetzt für uns. Aber natürlich für die Möbel super. Also es, bis jetzt hat es nichts, nicht mal einen Kratzer. Und das ist natürlich genial. Priorität hat Suite Nummer 8. Denn Gloria Lurie von der kanadischen Tourismusbehörde hat sich angekündigt. Sie will mit Ehemann und Sohn 3 Nächte im Gasthaus verbringen. Ihre Meinung hat Gewicht. Es muss einfach alles stimmen. Die Gefahr zumindest, dass die Lories kalt duschen müssen, ist gebannt. Statt des Durchlauferhitzers organisierten die Arbeiter einen klassischen Wasserboiler. Und der passt glücklicherweise perfekt in die Öffnung. No, that's the bank. Unter Druck zeigt sich einmal mehr Barbaras unermüdlicher Kampfgeist. Das zweite von denen, das sie. Ich gebe einfach nicht auf. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man jetzt nochmal 4-5 Stunden wirklich intensiv dahinter geht, sind wir sicher nicht fertig. Das nicht. Aber wir müssen ja auch nicht alle Zimmer fertig haben. There are two others so much. You don't feel like, right? So viele Decks haben wir doch gar nicht. 8 doch. Outside tables. Ja, 8. Für oben und da. Aha. But do you want to put them already on the decks there? Ja, nee, aber ihr könnt es nicht da in die 8 einfach hinschmeißen. Das sieht ja so aus wie. Also, dann. Ich wollte nur, dass du nicht noch mehr. Ja, ja, schon klar. No. Sorry. Same place. Is there still space? Ja. At least it's cool. Möbel müssen aus dem Weg geräumt und ein weiteres Zimmer vorbereitet werden. Ein Gästepaar hat das Turmzimmer gebucht. Es will bei Barbara und Thomas goldene Hochzeit feiern. We don't have to be ready before 3. We will have this area cleaned. Ja, das. Because I can take care of that area. And we have 8 ready and we have the tower suite ready. Es geht gar nicht, dass wir es nicht schaffen. Wir schaffen es. Ja, das ist gut. Wenn alle so optimistisch sind, ich meine, wie könnte ich da anderer Meinung sein? Das wäre ja auch ganz schlecht. Rotzlers älteste Tochter Fiona hat am frühen Nachmittag Schulschluss. Fiona hat sich sehr gut eingelebt. Also sie ist total angekommen. Und dass sich jetzt alle drei wirklich wohl und daheim fühlen, das ist super. Bald schon beginnt es zu dämmern, obwohl es erst 3 Uhr ist. Fiona, kommst du allein raus? Tag, hey du! Ich dachte, du hast den Skianzug an. Schau dir die Skihose an, wenn wir noch Schnee. Figur bauen. Die Kian will gerne eine Schneekuh bauen. Mit den Kindern im Schnee tummeln, unter der Woche, mitten am Tag. Das hätte Jonas in der Schweiz kaum gekonnt. Du darfst einfach schießen, triffst mich nicht. Du bist viel näher gekommen. Hey. Wir haben das Gefühl, dass die Kinder das so gekriegt haben,
was wir das Gefühl hatten, was gut ist für sie. Wir haben in der Schweiz das gemerkt, dass sie gerne in der Natur sind. Und das haben sie hier. Der Traum von mit mehr Zeit mit der Familie ist aufgegangen. Also wir sind viel mehr zusammen. Also wir haben die Stunden, wo wir als Familie zusammen sind. Wir haben das Geschäft, das jetzt kommt, wo anfängt zu laufen. Wir haben mit dem Umzug in die Wohnung haben wir quasi das Zuhause, wo wir jetzt, wenn du so willst, schon aufbauen sind. Also für mich, es fühlt sich richtig an. Weißt du, was können wir machen? Zum Piste machen? Oben anliegen und einmal runterrugeln. Am gleichen Ort leben und arbeiten. Das war Rotzlers Ziel. Das ist das perfekte Pistenfahrzeug. Gleichwohl, auch hier muss alles organisiert sein. Das perfekte Pistenfahrzeug. Musst nachher noch mal, wenn du jetzt nebendurch gehst. Du kannst nicht das Restaurant aufhaben und drei Kinder nebenbei haben. Und beide im Restaurant arbeiten. Das Restaurant ist ein riesiger Krampf. Und das Ziel, dass die Mitarbeiter ein bisschen mehr übernehmen und wir uns ein bisschen mehr aufs Hotel konzentrieren können. Wenn du die Hütte voll hast mit Leuten, die Mittag essen wollen, dann brauchst du einfach Leute, die helfen. So. Oh, mein Foto hat fast keinen Platz drauf, aber ist okay. Wir schaffen es. Juhu! Okay. Nun wollen die Schweizer die Werbetrommel rühren. Die Bewohner von Helsingland sollen wissen, der Skålsjö Gordon ist zurück. Für morgen haben sie einen Weihnachtsmarkt samt Samichlaus organisiert. Wie viele kommen werden, ist offen, aber jedes Kind soll einen Samichlaus-Sack bekommen. Schaut, haben wir noch Mandarinen. Emma hat gesagt, wenn es etwas gratis gibt, haben wir viel. Ich glaube, es hat im Lager raus noch einiges. Wenn wir zu wenig haben, holen wir einfach noch Äpfel. Dann ist lieber am Schluss 20 übrig. Aber wenn du 140 Säckle zu verteilen hast, ich rechne ja, mit. Aber ich rechne lieber mit 140 Kindern. Wir haben schon zwei Schulklassen, die können wir verkaufen. Ich habe lieber zu viel als zu wenig. Ja, ja. Das Wetter hat sich zur Eröffnung ihres Gästhauses, des 45 Steps Inn, herausgeputzt. Für die Gastroprofis war es eine kurze Nacht. Und noch immer sind die Zimmer nicht parat. Barbara hat zusätzliche Hilfe geholt. Der gestrige Tag hat wirklich allen sehr genackt. So viele Möbel, die man hat müssen schleppen und einräumen und umräumen. Aber es ist nun mal so. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, was wir alles schaffen oder eben halt nicht schaffen. Hey, Kana. Focus again on 8. There is, I think, still a plastic on the mattress. If I'm not completely wrong, this can be taken away, etc. Die Suite Nummer 8. Thomas, der Perfektionist, nimmt sich auch den kleinen Details an. Denn bald schon wird Gloria von der kanadischen Tourismusbehörde anreisen. It's okay, no? It's great. The carpet size, the colors. Colors are great. That works, right? Voila. Yes. We did it. So. Der alles entscheidende Faktor hier, um Gäste zu begeistern, ist mit Sicherheit mindestens eins von diesen hier. Auf den letzten Drücker geschafft. Oh ja, der muss bei dem. Ah, Scheiße, das ist noch nicht schön, super. Aber mit dem müssen sie jetzt auch leben. Hello! I hope you had a nice trip. Yeah, we definitely did. Yeah. We're still kind of in renovation. But your room is fantastic. We just great. Finished it. All right. This is so beautiful. You got a nice spot here. Well, yes, we're kind of getting there. Would you like to have something to drink? I guess so, right? Yeah. Yes? Ja, sie sind total unkompliziert. Ich habe mir fast so was gedacht. Es ist nämlich sehr oft so, also wenn man da so ein bisschen
in der Branche solche Sachen oftmals erlebt habe mit den ganz wichtigen Gästen. Und zumindest in meiner Erfahrung ist die, dass sie sehr oft einfach irgendwie ganz normal sind. Für mich ist das eh immer so ein bisschen schwierig, da der Hype um die sogenannten VIP-Personen etc. Ich meine, jeder Gast verdient eine vernünftige Behandlung und ist eigentlich eine VIP-Person. Wer immer es auch ist. Barbara, die Frau, die am liebsten am Herd steht, kann nun Gäste bekochen. Das ist halbwegs gut. Auch das Turmzimmer ist nun für die Jubilare bereit. Fühlt sich zumindest wunderschön an. Gäste in einem eigenen Gasthaus verwöhnen zu können. Dafür sind Barbara und Thomas ausgewandert. Für die Eltern gibt es Lachs. Some chicken for you. You're welcome. Thank you for waiting the chicken for them. That's very nice. More than welcome. Bon continuation. Endlich ist es offen, ihr 45 Steps In. Thank you very much. You're welcome. Glücklich, aber erschöpft. Super gemacht, soweit. Haben wir gut gemacht. Ja. We're getting there. Diesen einzigartigen Moment auszukosten, dafür bleibt kaum Zeit. Das Paar, das zur Feier ihres 50. Hochzeitstages Barbaras und Thomas Gasthaus ausgewählt hat, ist auch schon da. Nicht oft, aber immer wieder zeigen sich Karet-Schildkröten an der Mole von Koroni. Bald sind an der Südspitze des Peloponnes die warmen Tage vorbei. 10 Autominuten vom Städtchen entfernt leben die Auswanderer vom Emmental. Sie haben strenge Monate hinter sich. Noch bevor sie mit dem Wiederaufbau ihres Wohnhauses begonnen haben, hatten sie mit Arbeitern die Freilandanlagen für die Schildkröten gebaut. Die Teiche hat Nikos ausbetoniert. Und Nikos hat sich bewährt. Er wird auch weitere Betonarbeiten für die Berner übernehmen. Ja, wir sind von Pontius bis Pilatus gesäckelt für irgendeinen, der den Teich machen könnte. Und die meisten haben die Hänge verdient. Irgendeinen ist gekommen und hat gesagt, du willst hier 20, 25.000 Euro. Das ist auch genug. Das ist der Schweizer Tarif. Und dann hat er was gesagt, du kennst hier einen. Und dann ist der gekommen, wie jetzt. Etwa dreimal so lang ist er rumgelaufen, den Meter gestreckt. Und hat eine Zahl rausgebrüllt. Das war viel, viel preiswerter als alles andere. Und es ist nicht ganz so, wie man es will, aber es ist gut, man kann es brauchen. Das ist die Hauptsache. Oder? Die Teiche sind für Nikos eine Herzensangelegenheit. Seine ganze Familie liebt Reptilien. Look at next, my daughter turtles. Yeah, she does. Yes, yes, and frogs, but okay. We have. Ah, yes. There's a big one in there. Wait, I will open for you. Bald wird auch die Kröte das enge Provisorium verlassen können. Ah, yeah, yes. So thank you very much, frogs. In the pond back there, we have about 20 or 30 frogs. Oh, yeah. Yeah, want to have a look? Yes, yes, go. Yeah? Let's go, yes. Ich habe sie schon gesehen. Nikos Teiche locken sogar einheimische Tiere an. I don't know where they came from. There, see? Beautiful. Yes. Thank you. It's beautiful. Great job. Ohne ihre Tiere wären die Emmentaler niemals ausgewandert. Mehr noch. Hier können sie ihnen bald einen artgerechten Lebensraum bieten. Geht es um die Tiere, ziehen Anita und Anna immer am gleichen Strick.
Ja, das Detail mache ich schon gerne selber. Oder ich habe mehr Geduld für das Detail. Oder alle grabt Löcher und so. Das ist eine Weltklasse. Bist du das kleine Banendli gegen hinten? Bist so gut. Merci. Du siehst, es ist nämlich tief genug, wenn man hier noch härter drauf tut. Ja, jetzt ist ja noch ein x Zentimeter ausbuddeln. Du bist mein Held. Ihren Platz bereits gefunden haben die Spornschildkröten Minu, Zbinden und Olga. Ich denke, denen gefällt es hier. Das ist das Klima und alles. Also die Grossen sind sehr zufrieden. Sie sind auch viel aktiv, sie sind unterwegs. Ich denke, das ist gut. Das Frühstücksbuffet ist angerichtet. Das Brot ist hausgebacken, die Konfitüre selbst gemacht. Dabei ist heute Barbaras 46. Geburtstag. Doch ihre ganze Aufmerksamkeit gilt den Gästen. Hey, good morning. Hello. Good morning. Is the bed a good one? That's good. We stood up there and watched the sun come up. It was so lovely. That's fantastic. Okay, then have a nice day. Die Jubilare sind begeistert. Look, I'm so sorry. So the real ones have not arrived. But I hope you These look very real. No, but you know what? Yeah. Oh, they are still brand new. Perfect. Und auch die Tourismusfrau scheint beste Laune zu haben. Nun, da alle ausgeflogen sind, können die Auswanderer auf Barbaras Geburtstag anstoßen. Wir sind definitiv angekommen. Und ich glaube, wir haben mehr erlebt wahrscheinlich im letzten Jahr als viele Kanadier in irgendwie 4 oder 5 Jahren. Einfach durch das, dass es so ein dicht gedrängtes Programm war, von Ankommen, Einziehen, Ausziehen, Umziehen, Umbau. Einrichten, verwerfen, neu machen. Genau. Das muss eine gute Geschichte werden hier. Ja. Sonst. Häscheret. Richtig. Also wir haben, das muss man ja klar sagen, wir haben viel riskiert. Also, alles, was wir haben wir eigentlich aufgegeben. Ja. Also von Pensionskassengelder über in Wohnungen, über sehen alles. Wir das jetzt hier vor und um uns und können einfach nur hoffen, dass viele andere Leute uns besuchen kommen und das gut finden. Genauso viel Freude haben wie wir an dem. Ja, wirklich tollen Projekt, das muss man ja schon sagen. Also das Ergebnis ist super. Aber der Weg dahin war etwas schmerzvoll. Oder ist er zum Teil auch noch. Also, Salut dir. Alles Gute zum Geburtstag. Nochmal. Danke. Die Zeit ist knapp. Ein weiteres Gästepaar hat sich angekündigt. Darf ich schnappen, ne? Ja. Hey, this is Barbara speaking. No, sorry, we don't have any room available tonight. You're welcome, bye. Nun endlich dürfen Barbara und Thomas Gastgeber sein. Ihre ersten Gäste machen einen glücklichen Eindruck. Cheers. Thank you. Das 45 Steps Inn. Die Chancen stehen gut, dass es Barbara und Thomas zum Laufen bringen. An Tatkraft und Liebe dafür fehlt es bestimmt nicht. Rot
Watzlers sind Besitzer von 20 schwedischen Häuschen. Im Haus Loschen findet heute ihr Weihnachtsmarkt statt. 8 Standbetreiber haben sich angemeldet. Sie bieten regionale Produkte und Handgemachtes an. In Schweden ist Facebook unglaublich stark. Sie machen alles mit Facebook. Und wir haben jetzt eigentlich praktisch nur Social-Media-Werbung gemacht. Im Supermarkt 2-3 Plakate ausgehängt und eigentlich mehr nicht. Und der Rest ist dann halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Im Restaurant stellen sie ein Juleboard auf. Ein klassisch schwedisches Weihnachtsbuffet. Für die Küche hat Sabrina mittlerweile Frauen aus dem Dorf angestellt. I wear the yellow vest and then I'm the official. Okay, I do it. That's a very good one. Yeah. But I have a big head. Yeah, no problem. I think it's big. You don't see anything with. Yeah, that is the one. Eller hur Yvonne? Är det bra för dig? Ja. Du pratar jättebra svenska. Ja, last 2 weeks we have it's crazy. We had many julbord or things like that. It was great, but it was a lot of work too. Hey, Victoria. Hur mår du? Bra. Bra. Mira. Ja. Kallt åt er. Ja, det är riktigt kallt. Ja, men vi har bra kläder, ja. Så det är okej. Ja. Der Anlass läuft gut an. Der Parkplatz füllt sich nach und nach und mit ihm auch das Restaurant. Immer bei der Mama, die Kleinsten. Liana und Kian. Hur många? 30 barn eller? Två barn och en vuxen. Okej. Så. Vill du ha kvitto? Du kan ta gröt om du vill. Själv. Gröt ist Milchreis mit Zucker und Zimt. Auch Schinkenbrötchen gehören zum traditionellen Weihnachtsbuffet. Bald schon ist der Milchreis aus. Die vielen Besucher stärken Sabrinas Hoffnung, künftig vom Skårsjö Gården leben zu können. Was ist? Wir wollen nicht reich werden damit. Wir wollen eben einfach selbsttragend sein und wir wollen ein gutes Leben hier haben. Aber unser Ziel ist definitiv nicht, wir wollen nicht reich werden. Wir wollen nicht ein neues Haus bauen. Uns langt die Wohnung, die wir hier haben. Wir brauchen nicht mehr. Jetzt dann klar. Nicht mehr rühren. Oh, warm. Warm. Bra? So viele Gäste haben die Rotzlers nicht erwartet. Auch der Chef vom Platz muss ran. Er hat mir gesagt, ich soll doch schauen, ob es noch mehr Parkplatz gibt. Dann schaue ich mal, ob ich den Schnee noch wegkriege, aber das ist eben hart. Das Meer, die Sonne, mehr Zeit für ihre Tiere oder ganz einfach für das Leben schlechthin zu haben. Dafür haben Anita und Alain das Emmental vor über einem Jahr verlassen. Doch noch viel zu selten machen sie einen Ausflug an den Strand. Ja, ich bin wirklich ganz, ganz gerne hier und habe keine Sekunde bereut, dass wir diesen Schritt gemacht haben, auch wenn er holprig war.
Das mit dem Brand, das ist jetzt einfach so, aber das hat ja eigentlich nichts mit allem anderen zu tun. Das ist einfach, hätte in der Schweiz auch passieren können. Also, ich bin da schon angekommen. Ja, das ist schön, das ist gut. Mittlerweile hat man noch Bekanntschaften oder Beziehungen. Jetzt hat man nur Leute, die man kennt, und dann bewegt es. Das baut mich. Durch den Winter, wo wir auch so ein bisschen eingesperrt waren, weil es so viel geregnet hat und so, haben wir schon so unsere zwei, drei schwierigen Zeiten gehabt, wo halt jeder auch noch mit diesem Verlust hat müssen fertig werden musste. Und ja, ich bin immer noch überglücklich, das mit dir zu machen. Ja. Mhm. Da bin ich auch froh. Du klopfst. Ja. Ja. Viel kann ich. Wir haben schon viel gehört im Winter, aber da sind wir sehr aufeinander oben gehockt. Und ich bin natürlich eben, das war einfach die Zeit, die es nicht bewegt hat. Und da bin ich unzufrieden grundsätzlich. Oder? Das zieht sich dann so den ganzen Tag her. Ja, wenn man nur zwei sind, ist natürlich klar, wer das abbekommt. Oh, ja, irgendwann gibt sie halt zurück. Das ist zwar ein bisschen unfair, aber sie macht es. Ja. Ciao. Ja. Wo haben wir befinden sie jetzt nü? Will die go Oletta öfter honom? Wie mal die? Lass es, ne? Ja, du auch. Ja. Ja. Mücke Volk her. Ne? Ja, du warte. Kühl. Ja, der bra. Ja. Hej! Det är ju väldigt roligt att det kommer, ja, när man arrangerar såna här saker. Das Gaudi des Tages ist die Suche nach dem Samichlaus. Er hält sich in einem der vielen Häuschen auf Skolche Gordon versteckt. Ah, jag tror inte att han är hemma. Vatsund. Varför går du inte till Alvernas bageri? Ja. Hey, wie viele Leute hat es mit Santi Klaus und so? Weil wir haben keine Milch mehr. Sollen wir noch mal Brot machen, weil das ist bald fertig. Wie viele Leute hat es irgendwo überhaupt? Ja, es sind schon recht viele Leute rumlaufen. Oder machen wir einfach nur noch Schinkenbrot und was wir haben. Und irgendeine Suppe könnten wir noch machen. Genau. Okay, gut. Also, prima. Ciao, ciao. Das Restaurant brummt. Sabrina muss sich ad hoc ein Menü ausdenken. Oh, jetzt müssen wir laufen. Mami hat viel zu tun im Restaurant. Jetzt haben sie bald kein Jülgröt mehr. So viele Leute sind gegessen. Was kommt denn, Häusli? Er kommt den Trott. Kommt den Aldi Trott. Das darf schnell gehen, das ist deins. Komm, gehen. Auch der Schinken ist heiß begehrt. Ja, kannst du nicht noch mit auffüllen. Doch wird es sich auch rechnen? Rekordumsatz. Also 55 komplett Mittagessen und 29 halbe. Über 8600 Kronen Umsatz. Record. Ja. And they have asked me about Melanda. Yes, I heard that also. Yeah. So we make a good concept. Yeah. Es ist richtig, richtig cool, wenn es so voll ist und es darf jedes Wochenende so sein. Wir bräuchten dann definitiv noch mal einen Mitarbeiter mehr. Nein, aber das ist cool. Das ist mega toll, weil das ist jetzt das lokale Geschäft. Und das ist immer das, wo wir den grössten Respekt haben. Wie kriegen wir die Einheimischen dazu, zu uns zu kommen? Und wir haben so viele Leute hier, die das jetzt alles gesehen haben, die jetzt geschnallt haben. Hey, okay, das Golden Gordon ist zurück. Ja. Wir müssen dann noch schauen, wie wir es privat machen. Wir kriegen nächstes Jahr noch mal Nachwuchs.
Und dann werde ich einen Moment ausfallen und dann werden wir hier noch schauen. Sicher noch mal vielleicht ein, zwei Mitarbeiter brauchen. Also der Traum ist wirklich, wie soll ich sagen, der Traum ist aufgegangen. Wir fühlen uns wohl, wir wollen nicht mehr zurück. Ja, was willst du mehr? Das Baby, es wird ein Midsommerkind. Was ist? Habe ich zu lange geschnurrt wieder, gell? Und es wird ein Mädchen. Die Rotzlers haben die Gabe, das Leben zu nehmen, wie es kommt, und das Schönste daraus zu machen. Auch in Griechenland wird gefeiert. Hallo, hallo. Die Schweizer weihen heute die Teiche ein. Alle, die beim Bau mitgeholfen haben, sind zum Fest geladen. Und es gibt keine Blumen für die Gastgeberin, sondern Pflanzen für die Schildkröten. Bitte schön. Merci. Oh. Das ist doch voll lieb. Wie viel schon? Wie lange? Das ist doch voll lieb. Jorgos, ihr Makler und Troubleshooter, ist mit Frau und Tochter da. Hallo, Ness. Vielen Dank. Do you want to feed them? Sag mal. Ja. Das ist was, das ist doch hier. Der nee. 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 Das ist so kopflose Dachbier, aber du brauchst sicher lieber. Jung und alt sind fasziniert. Viel Platz und ein warmes mediterranes Klima. Die Schweizer haben einen idealen Lebensraum für ihre Schildkröten geschaffen. Sechs Monate später als gedacht, können nun die Wasserschildkröten endlich raus aus den Provisorien. Für Alla und Anita ein Höhepunkt der Auswanderung. Als erstes dürfen die Scharnierschildkröten raus. So. Und los. Ab ins nasse Vergnügen. Eine Gelbwangenschildkröte ist als nächstes dran. Weibchen. Das ist ein Weibchen. Dann eine kleine Landkartenschildkröte. Gut halten. Schön ist es, endlich können sie ins Wasser. Ich kann gar nicht so viel sagen, weil es mich so glücklich macht gerade. Sprachlos vor lauter Glück. Die Berner hatten einen ungemein schwierigen Start in ihr neues Leben, haben aber nie aufgegeben. Hoffentlich bleibt ihnen das Glück treu. Selten verläuft eine Auswanderung so wie geplant. Doch nur wer es wagt, hat die Chance auf die Erfüllung eines großen Traumes. Wagen auch Sie den Schritt? Melden Sie sich unter auswandern@srf.ch. Sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.